Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stormlux 2. So, ich habe die Chaos-Dinger gebaut, vier Stück, weil wir mehr nicht brauchen. Lustigerweise ist mir ein Ding abhanden gekommen, weil, als ich die abgebaut hatte, war mein Magnet nicht aktiviert und hier hinten hat es irgendwas aufgesaugt. Und da war vorher noch der normale Item-Connector drauf und anscheinend hat der das mitgenommen und gevoidet oder so. Ich weiß nicht, es war nicht in dem Ding drin, das hat es nirgendwo hingetan. Es fehlt auf jeden Fall einer. Das ist echt nicht cool. Aber ja. Ich dachte, da noch irgendwann wieder auf, aber wir brauchen nur die vier für das Balanced Clay. Aber wir brauchen dafür noch ein bisschen mehr Strom. Und ich würde gerne Strom speichern wollen. Nur die Frage ist halt, wo, wie? Und ich denke, das Beste wäre mal wieder ein drakonischer Würfel. Oder? Ich denke schon. Den würde ich dann auch, glaube ich, gerne in einer Pocket Dimension bauen wollen. Weil sonst im Weg ist und wir hier nicht genug Platz dafür haben oder ich nicht genug Platz dafür machen möchte. Das heißt, ich brauche die Walls. Ich brauche einen Emerald Block. Und einen Building Wand. Na. So. Nee. Ja, warum stehe ich wieder aus? Ja. Dann bauen wir das Ding ganz kurz. So. Jetzt ist mein Name zu kurz in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Und eine Endi-Perle. In Diapirli. Blub. Schön. Bup. So, ja. Gut. Dann brauche ich dafür. Connect. Ich brauche dafür die Dinger. Genau. Ein. Oder? Warte mal. Stabilizer, Partikelgenerator. Was war das? Das wollte ich nicht. Upsi. Könnte, warte mal. Ich hab so viel Redstone. Thema. So. Oder weiß nicht, wie viel ich davon brauche. Habe ich das Tablet irgendwo? Oh. Soll ich sogar machen? Warte mal. Draconic? Ach ja, genau. Mal kurz einmal einlösen. Generator. Ja. Dyson Sphere. Energy Core. Ach so, das gehört dazu. Energy Core. Energy Core. Quatsch. Energy Core. Bist du? Vivan, zwei Energy Cores. Hab ich die gar nicht gemacht. Energy. Gut, dann haben wir sie jetzt. Ach, nur zwei. Passt schon. Den speichern wir noch ein. So. So. Essensphäre, ja. Ah, ja. Okay. Altias. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Achso, meine. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Gut, dann kommst du in unsere Sammlung der Tiny Dimensions. Oh, direkt in den Mann. Oh Gott! Das war laut. Stop it. Erschreck mich doch nicht so. Ist das in Ordnung?
Dahin kommst du. Bucket. Ich bräuchte mal, warte mal. Halt, stopp. Jetzt ist genug. Wo sind die Dinger? Die Infinity Booster Cards. So. Genug ist genug. Erstmal eine ganze Menge rein, die werden ja verbraucht. Aber jetzt können wir in der Pocket Dimension bitte auch endlich mal das blöde Tablet benutzen. Aber auch nicht immer ständig rein und raus. Das ist nämlich vollkommener Bullshit. Wobei, jetzt muss ich ständig rein und raus, weil ich auf EMC zurückgreifen muss. Na gut. Oh. Ah, ja, sorry. Okay, das heißt, ich brauche Building-Blöcke. Irgendwas. Ja. So. Drinking. Du. Gut, Mitte finden. Die Mitte ist hier. Dann 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann warte mal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aha, hier, 5, 6. Das ist die Mitte. Ja. Zack. Da kommen die direkt hin. Njong. Ist nicht richtig. Okay. So. Activated. Wie viel gibt es? Die 8. Mist. Das ist zu groß. Das passt hier nicht rein. Also gehen wir auf 6. D7. Würde das gehen? Rein theoretisch ja, ne? Gut. Okay. Heißt, wie viel steht es irgendwo dran? Mehr Stabilizer. Redstone. Draconic. Noch kein Awakened. Okay. No Network Power? Hä? Okay. Gut, dann nicht. Naja, was soll's. Jetzt darf ich... komisches Ding. Komisch, komisch. So. Also, nehmen wir... Will ich... Ja, meinetwegen. Was soll's? Und drakonisch. Aber nicht viel. So. Stabilizer. Weiß nicht, wie viele. So. Und dann noch, warte, wie heißt die Dinger? In- und Output. Da. Heilen. Eye of Ender. Glück direkt. Perfekt. Und Glas. 1, 2, sowie Points und Plugs. Okay, ach Gottchen. Point, Point, Point. Warte mal. Hab ich noch ein, kann ich die mal, die, wollte gerade sagen, die kann ich doch alle mal
im Zivilen. Glückspoint. Luck habe ich ja nicht. Dann machen wir einen Luck. Dann müssen wir das jetzt nämlich endlich mal umstellen. Und zwar, ich habe ja In- und Output gemacht. Das heißt, müssen wir es umstellen, sonst haben wir nämlich ein Infinite Loop. Das wäre nicht gut. Dann kriegen wir nämlich nie Energie in den Kollegen da drüben rein. Ja. Ja, für die Redstone. Cool. Jetzt weiß ich nur die Größe von dem Ding nicht. Upsi. Stabilizers. Keine Ahnung. Das rund dann, ne? Glaube schon. Glaube schon. Ah, oh, wenig Platz hier drin, meine Güte. So. Ist das korrekt jetzt? Ja. Activate. Wow. Das, ist. Ja. Eng hier drin. Okay, ich baue die gleich zusammen. Ne, ich muss da drauf klicken, ne? Ein. Ah ja. Ins Netzwerk? Aus dem Netzwerk? Ne. Ich glaube, der geht rein und der geht raus. Okay, also erstmal. Den. Hier drauf. Ein Limit. So, das ist jetzt der Input-Channel. Und das hier wird der Output-Channel. Output. So. Das heißt, wir haben jetzt hier den Input-Channel. Da wo quasi von den Energieproduzenten das Ganze hier reingeflossen wird und Output. Er wird alles wieder outgeputtet, damit nicht das quasi geloopt wird. Das soll nichts reintun, direkt wieder raus tut. Das ist halt, ne? Ja. Ihr versteht, was ich meine. So. Das ist rein theoretisch, ist das schon fertig. Jetzt muss ich noch alles hier umstellen. Uff. Auf. Du. Kommst weg. Du kommst weg. Du auch. Also, du. Plug. Adding. Tun. Nee, doch. Doch. Flugs. Moment. Plug. Points. Adding to network. Acting. Ja, okay. Ich kann nicht einfach so abbauen, ne? Gruselig immer. Oh ja. Oh, jetzt bin ich wunderschön aufgestellt.
Das ist die Geschichte. Gut, dann werde ich das auch mal ganz kurz umbauen, weil das können wir laufen lassen. Das ist ja auch immerhin freie Energie. Auch nicht. Nur darf das jetzt nicht mehr rausgehen, sondern direkt in das Dingen hier. Adding to Network. Blüpp. Input. Mhm, 9000 RF. Sehr schön. Wieder raus. Dann bist du dran. Dann kommst du weg. Und du... Richtig, einen zweiten Output? Nee, ne? Gut, dann... Na gut. Input. Mhm. Ja, du bist instant leer. Sehr schön. Ja. Alles, was jetzt produziert wird, wird direkt ins System geballert. Sehr schön. Schaut's hier aus. Du wirst... Ja. Läuft. Alles leer hier. Ja. Boom. So, die beiden hängen schon mal jetzt am System dran. Sehr schön. Und warum setzt du jetzt hier ein... Oh Gott. Das geht ja so gar nicht. Existiert die eigentlich weiter, solange ich sie im Inventar habe? Ja, oder? Ups. Aber doch. Doch, ich glaube, sobald die Dimension erstellt ist, ist sie da. Und gechunkloadet. 0, 1. Aha, cool. Und rein mit uns. Kurz checken, ob hier alles... Oh nein. Oh Mist. Hätte meinen Punkt woanders hinsetzen sollen. Das könnte... Wobei, ist es gespeichert? Hm. Sorry. Boink. Entschuldigung. Activate. Sorry. So. Wie viel haben wir drin? Ein paar hundert Millionen. Okay, besser. So, das System tut füttern. Sehr gut. Hier kommt rein. Hier wird aus dem System gezogen. Sehr schön. Und du bist Output. Input. Output. Da geht gerade nichts raus, weil nichts mit Output verbunden ist, glaube ich, oder? Guck mal ganz kurz. So, du bist auf jeden Fall, brauchst noch ein Flugdings. So. Extracting daraus. Output. Nee, das funktioniert nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oh Gott, halt, Moment. Halt, Moment. Ah, stopp. Nochmal. Ich glaube, ich habe einen Denkfehler hier irgendwo drin. Ich check das ganz kurz, dann machen wir gleich weiter. So, der Denkfehler war nur der Point. So. Jetzt haben wir das. Wird alles funktionieren, hoffentlich. Hoffentlich. Keine Ahnung. So. Du hast auch keine EMC. Gut. So, damit sollte das jetzt hoffentlich funktionieren und wir sollten ordentlich Energie speichern können. Du... Bis im Output-Netzwerk, sehr gut. Du brauchst allerdings gerade keinen Strom. Die hier würde ich vielleicht gerne mal umsetzen. Wir produzieren ja Strom. Ach, ich lasse die hier, was soll's. Dann brauche ich nochmal ein Android-Plug und Dingens. Look. Point. Im System lassen. So. Adding energy to flugs. Network. War in Input. Und du bist, oh Gott, das ist einmal
East. Und du West. Okay. Oder auch nicht. Bin verwirrt. Nun denn, vielleicht, keine Ahnung. Kann ich, ich muss mal so gucken, wie viel wir denn jetzt gerade so insgesamt produzieren. Das stimmt irgendwie nicht so ganz eigentlich. Ein bisschen wird auch noch verbraucht von Maschinen und Co. Aber trotzdem müsste es eigentlich mehr sein. Nun denn, ich prüfe es nochmal zwischen den Folgen, aber ich bin noch nicht fertig für heute. Ich wollte nämlich, während wir hier warten quasi auf den ganzen Strom, das wollte ich nur eben schnell quasi fertig machen, werden wir doch mal ein bisschen rumcraften, weil ich Bock habe, weil ich habe die 6er-Version noch gar nicht gespielt. Das heißt, zu jeder neuen Minecraft-Version wird Homecraft quasi ein bisschen verändert. Das heißt, das meiste ändert sich im Research. Und das wird jedes Mal eigentlich fast komplett geändert. Das letzte Mal, als ich gespielt habe, war es ja noch, dass man die Nodes quasi verbinden musste mit den einzelnen Aspekten und so weiter. Und jetzt ist es wieder ganz anders. Und irgendwie viel, viel noobfreundlicher gefühlt. Weil man nämlich gar nicht mehr nachdenken muss, großartig. Deswegen würde ich Thumbcraft doch machen wollen. Ich weiß nicht, ob ich es zu Ende mache. Aber machen können wir ruhig. So. Wie war ein Capacitor? Mal kurz bauen. Vibern. Energy. Jo. Nein. Hier rein. Und du? Ach, da brauche ich einen. Na gut. Okay. Okay. Drilling Gadget, Cobblden. Achso, die wollte ich ins System schmeißen. Okay. Was noch? Was können wir noch machen an Quests? Ach ja, die. Tja. Die haben wir ein bisschen übersprungen. Ärgerlich ist. Aber egal, gut. Saumkraft. Dann fangen wir damit mal ganz kurz an, die jetzt ein paar Minütchen, die wir noch haben. Als allererstes brauchen wir Magical Garnish. Stylus Mundus machen wir. Beziehungsweise erstmal brauchen wir die Crystals. Kristalls. Habe ich hier Lack drauf? Nein. Lohnt sich Lack? Weiß es gar nicht. Du solltest noch Modifier haben, ne? Ein Modifier, doch so viel. Lack, das habe ich ja gar nicht drauf gemacht. Oh, laut. Ah! Okay. Ich weiß nicht, ob es sich auf die Crystals auswirkt, aber wir können es testen, weil wir es eh haben. So. Crystals. Wozu habe ich die schließlich nicht? Da wir die für nichts anderes benutzen können, als das, was wir jetzt damit tun werden, werden wir alle hier rausballern. Und, oh Gott, das sind ganz schön viele. Vielleicht behalte ich doch einen. Ah, ich kann. Oh, jetzt brauche ich aber dann irgendwie. Weißt du was? Das machen wir einfach hier. Du kommst dahin.
kurz alle sortieren. Fire Flux, die brauche ich eigentlich nicht. Entropy Water. Eternal Maid to the Water. Schwarz. Weiß. Grün. Rot. Gelb. So, warte mal. Dich habe ich, dich habe ich, dich habe ich, dich habe ich. Weiß. Blau fehlt noch. Ja, ne? Schwarz. So, weil die wachsen nämlich weiter am Stein. Deswegen wollte ich jetzt nicht unbedingt alle rausballern. Aber ich kann die wenigstens alle vein meinen. Wäre schön. Oh Gott. Wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Please. Oh Gott sei Dank. Oh, chill. Ja, wir haben schon eine kleine Inspiration. Inspiration. Boink. Dann. Grünen. Was ein nerviges Geräusch. Klingelingelingel. Klingelingel. Okay, okay. Ja doch, es kommt doch ein bisschen was raus. Vielleicht gehe ich ein Stück hier rüber, damit das... Ja. Es ist ziemlich tedious, aber... Okay. Oh, oh Gott, mehr. So, hier haben wir, das fehlt noch, meine Güte, das sind echt viele. So, die brauchen wir quasi zum Starten, damit fängt alles an. In einer normalen Welt würde man jetzt auch losziehen in Höhlen und ja, die verschiedenen Farben davon sammeln gehen. Die Flux sind, glaube ich, nicht dabei, weil die sind eigentlich keine Farbe, oder? Ich weiß es nicht genau. Und, ja. Wenn man die Farben gesammelt hat, kann man loslegen. So, warte mal, wir machen noch mal kurz ein bisschen Water. Ein bisschen hiervon. Jetzt habe ich die Schnauze voll gerade. Und ein bisschen hiervon. So, meine Güte. Ja. So. Reicht. Auf jeden Fall. Gut, dann haben wir jetzt die schönen Shards. Mehr brauche ich gerade nicht. Das kann kurz mal weg. Okay, dann sollten wir uns mal hinlegen. Habe ich überhaupt ein Bett? Ich sollte mich mal hinlegen. Ist gerade Tag, ist gerade Nacht, ich weiß es nicht. Only sleep at night, wie viel Uhr haben wir denn? Vielleicht geht die Sonne unter, das ist gut. Ja, gut, dann müssen wir darauf kurz warten. Und währenddessen... Weil, das brauche ich gar nicht unbedingt, oder? Eigentlich nicht. Guck mal, die wachsen schon schön. Eigentlich nicht. Ich brauche Kristalle. Also, ich brauche... Daumcraft. Ich brauche drei verschiedene Kristalle. Welche Farben sind da, glaube ich, vollkommen egal.
Weiß und blauen. Dann brauche ich einen Redstone. Das wird uns nämlich der Traum sagen, den wir bekommen, wenn wir uns jetzt hinlegen würden. Ein Flint. Und eine Schüssel. Und damit bekommen wir unser alles Mundus. Davon brauchen wir 3, 4 Stück, so um den Dreh. Genau. Und dann brauchen wir ein Bücherregal. Books. Book. Habe ich Bücher? Ich glaube, ich habe Bücher gespeichert. Hm, fast. Ja, eins so. Mit einem oder zwei Holz. Irgendwas. Bookcase. Das auch kurz speichern. Flüpp. So. Das einmal hingesetzt und ein bisschen drauf gesprinkelt hier. Piu. Pippe. Au. Piu. Piu, piu. Piu. Piu, piu, piu. Hallo? Piu, piu. Und Bookshelf, du gern Tomonomikon. Piu, piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Pa, 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 hallo. Pa, 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 pa. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin total verwirrt. Noch erst schlafen? Aber gerade ist Tag. Shit. Ist? Und nu? Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Und tschüssi.